Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Genre im Fokus. Und heute stellen wir euch mal wieder 5 kleine, aber feine Kartenspiele vor. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mit Treelings. Treelings ist ein Spiel vom Autor Paul Schulz mit Illustrationen von Michael Menzel. Es ist für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren, dauert ca. 20 Minuten und ist bei der Edition Spielwiese und Pegasus Spiele erschienen. Ja, bevor ich mit dem Spiel als solches beginne, nur kurz vorab, dieses Exemplar hier habe ich auf der Spielwarenmesse in Nürnberg erhalten und das ist noch so ein Vorab-Exemplar, hier sind die Farben etwas blass geraten in dem Spiel, was dann in den Handel kommt, da sind die Farben der Karten so ähnlich wie hier auf dem Cover, also sehr kräftig, wohingegen diese hier nicht ganz so gut zu erkennen sind, das wird dann aber anders sein, aber ich dachte, ich stelle euch das Spiel trotzdem schon mal vor, auch wenn das noch nicht die ganz, ganz hundertprozentige Fassung ist. Vom Spiel ist es aber genau identisch. Ja, und was machen wir hier? Es ist ein total simples Kartenspiel. Wir haben hier diese verschiedenen Baumvölker, die im Grunde verschiedene Farben haben, verschiedene Baumhäuser haben. Und wenn wir dran sind, hier liegen immer 5 Karten in der Auslage und wir treffen die Entscheidung, ob wir entweder von einer Farbe alle nehmen, und zwar eine Farbe, die mehrfach vorhanden ist. Hier zum Beispiel könnten wir von diesem blauen Volk alle Karten nehmen, also diese beiden. Oder wir nehmen stattdessen alle Karten, von denen es nur, oder alle Farben, von denen es nur eine Karte in der Auslage gibt. Das heißt, ich könnte alternativ auch diese 3 nehmen. Und was ich dann mit den Karten mache, ist ganz einfach. Jeder hat seine eigene Auslage und ich lege die dann an. Also ich könnte entweder jetzt die beiden hier bei mir an den blauen Baum anlegen. Jede Farbe darf es auch nur genau einmal geben. Oder ich nehme eben die anderen 3 und lege die jeweils bei mir an. Jetzt gibt es hier eine Besonderheit. Diese Farbe habe ich noch nicht. Und jetzt muss ich mir gut überlegen, lege ich die an die Seite oder an die Seite an. Zwischenrein darf ich nicht mehr, weil da habe ich schon alles belegt, sondern ich habe nur die Wahl zwischen rechts oder links. Das ist wichtig, weil am Ende wird auch verglichen mit meinen Nachbarn auf der jeweiligen Seite. Und deswegen ist es in dem Moment eine wichtige Entscheidung, wo ich die hinlegen will. Sagen wir mal, ich entscheide mich für hier. Genau. Und das spielen wir dann so lange, bis irgendwann hier so eine Endkarte in dem Stapel kommt. Und dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Und dann wird geschaut, wer die meisten Punkte gemacht hat. Und das Besondere an dem Spiel ist eigentlich die Punktewertung. Ich habe ja schon irgendwie gesagt, man vergleicht was mit den Nachbarn. Und zwar wird jeder einzelne Turm verglichen mit dem linken und dem rechten Nachbarn. Und das ist entweder, also Nachbarturm, das ist entweder mein eigener oder eben einer vom Nachbarn. Also dieser Turm, dieser blaue, würde verglichen werden hier mit meinem Nachbarn und mit meinem eigenen. Und wenn der Turm mindestens gleich hoch ist wie die Nachbarn, wie der höhere Turm der Nachbarn, dann punktet er. Dieser hier ist kleiner als der und kleiner als der, also der punktet auf jeden Fall schon mal gar nicht. Bei dem hier sieht es schon anders aus, der besteht aus 4 Karten, ist größer als dieser Turm und ist größer als dieser Turm, punktet also mit 4 Punkten. Dieser Turm ist gleich groß wie der, aber kleiner wie der. Deswegen punktet er nicht. Der hier allerdings, der würde wieder punkten, denn er ist gleich hoch wie der und größer wie der, also bringt er mir 2 Punkte. So hätte ich, wenn das meine Endauslage wäre, hätten 2 Türme gepunktet, also insgesamt 6 Punkte. Genau, wer dann die meisten Punkte gemacht hat, der gewinnt das Spiel. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel gehalten, ganz, ganz einfach zu verstehen und trotzdem muss ich sagen, war es oft so, dass diese eigentliche Punktewertung am Ende ein kleines bisschen schwierig war, weil man das mit den Nachbarn hatte und was ist jetzt nochmal, wenn es gleich hoch ist. Aber da kommt man schnell rein. Was ich schade finde, ist eigentlich diese Entscheidung, die man trifft, die ist oft sehr banal. Also manchmal liegen wirklich 5 verschiedene Karten aus, dann hat man gar keine Wahl. Oder, ja, es ist ganz oft nur eine 50-50-Wahl. Entweder, so wie ich es eben auch hatte, nehme ich die 3 einzelnen oder die, von denen es 2 gibt. Und ganz oft ist ganz klar, was mir besser passt. Das heißt, eigentlich im Spiel
treffe ich, also man wird fast ein bisschen gespielt, weil es keine echten Entscheidungen zu treffen gibt. Ganz selten mal ist so ein bisschen so, was kommt wohl als nächstes, aber dann ist es so auch von der Entscheidung her egal. Also man kann hier nicht taktieren oder sonst irgendwas, sondern man spielt es so runter, ohne dass man eigentlich Einfluss auf das Spiel hat. Und das ist das, was ich so ein bisschen schade finde. Weil das sieht echt gigantisch aus von der Packung, von den Farben. Das ist toll gemacht und eigentlich auch eine coole Idee, dass man eben immer mit den Nachbarn vergleicht. Und eigentlich will man ja möglichst, dass die Türme alle gleich hoch sind, damit die eben alle punkten. Aber man hat eigentlich keinen Einfluss darauf, ob man es hinkriegt, dass die alle gleich hoch sind oder nicht. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mir gewünscht hätte, dass hier noch so ein Mechanismus gibt, wie man besser selber Einfluss darauf nehmen kann, ob das klappt oder nicht. Weil diese reine Entscheidung, nämlich gleiche oder unterschiedliche, die ist oft so, dass es mir halt, entweder habe ich halt Glück gehabt, weil sie gut passte, oder halt nicht. Und das kann mir am Ende alles verhauen. Dann habe ich am Ende vielleicht nur 2-3 Punkte gemacht im ganzen Spiel. Oder es war halt genial, sodass ich mit dem letzten vielleicht den auch noch auf 4 Karten gepusht habe. Dann habe ich hier 2x4, die Punkten sind 8. Dann habe ich vielleicht sogar noch meinem Gegner die Partie versaut, weil es halt gerade gut gepasst hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder entscheiden müsste und die beiden nehmen würde, dann würde ich zum einen machen, dass dieser auch punktet. Und zum anderen habe ich ja den hier übertrumpft, sodass ich dem auch noch 3 Punkte weggenommen habe. Aber weil ich Glück hatte, dass es da lag, wären da jetzt 3 blaue, dann hätte ich zum Beispiel mir selber schon wieder meinen 4er kaputt gemacht. Und das finde ich hier wirklich, da hätte ich mir gewünscht, dass man selber noch einen Ticken mehr Einfluss auf das Spiel hat. Aber so von der Aufmachung her und von der eigentlichen Grundidee ganz cool, aber so einen weiteren Clou irgendwie hätte ich mir noch gewünscht. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit The Game Quick and Easy. The Game Quick and Easy ist ein Spiel vom Autor Steffen Bendorf mit Illustrationen von Oliver Freudenreich. Es ist für 2 bis 5 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 10 Minuten und ist beim Nürnberger Spielkartenverlag erschienen. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von euch das Original The Game Spiel kennen und gehe hier eher mal auf die Unterschiede ein, denn es ist wirklich quick and easy. Also sie haben sowohl die Regeln vereinfacht als auch die Spieldauer. Und das Besondere ist, ihr seht schon, wir haben jetzt nicht mehr die Zahlen von 1 bis 100 und nicht mehr 4 Stapel, von denen 2 aufsteigend und 2 absteigend sind, sondern wir haben nur noch von 1 bis 10 und nur noch einen Stapel, der aufsteigend und einen Stapel, der absteigend ist. Jetzt fragt man sich natürlich, wie können wir so einen ganzen Stapel runterspielen, wenn es nur noch von 1 bis 10 geht? Das geht ja rein theoretisch gar nicht von den Zahlen her. Und das Besondere hier ist, es wird mit verschiedenen Farben gearbeitet und geht wie gewohnt. Man hat jetzt nur noch 2 Handkarten, mit denen muss man irgendwie klarkommen. Und eine davon muss man mindestens drauflegen, weil wenn man nichts machen kann, dann ist das Spiel verloren. Es ist nach wie vor auch ein kooperatives Spiel. Und klar, wenn ich jetzt dran bin, könnte ich jetzt den hinlegen, weil ich vielleicht nicht besser kann. Ja, jetzt habe ich den schon auf 10 hochgepusht. Jetzt denkt man eigentlich, der sei vorbei. Und es gab ja bei dem normalen The Game die Regel, dass wenn es genau 10, in dem Fall jetzt niedriger ist, dass ich es dann drauflegen kann. Und hier ist die Regel vereinfacht. Diese besagt einfach, wenn man noch die gleiche Farbe drauflegt, dann darf es jede Zahl sein. Das heißt, wunderbar, ich habe hier noch die blaue 1. Ich kann den Stapel praktisch wieder ganz an den Anfang bringen und habe meinen nachfolgenden Spielern hier das Leben sehr vereinfacht. Und man darf sich über die Farben auf seinen Händen auch austauschen und muss dann eben versuchen, diesen Stapel immer wieder von 1 irgendwie hoch und dann wieder runter zu kriegen, indem man die gleichen Farben legt und hier eben genau umgekehrt von 10 nach 1 runter. Und das funktioniert hervorragend. Das ist total schnell verstanden. Das spielt sich wirklich in 5 bis 10 Minuten. Ganz, also wirklich quick and easy, so wie es da steht. Und gefällt mir ausgesprochen gut. Mir gefällt auch das normale The Game sehr gut. Aber eben, wenn man eine schnellere Variante haben will,
dann ist das genau das Richtige und hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Da muss ich sagen, diese Version gefällt mir genauso gut wie die große und spielt sich eben sehr schön fein. Und ja, ein toller Ableger von The Game. Dann machen wir jetzt mit was ganz anderem weiter, nämlich mit Don Carlo. Don Carlo ist ein Spiel von den Autoren Wolfgang Kramer, Bernhard Lach und Uwe Rapp mit Illustrationen von Oliver Freudenreich. Es ist für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren, dauert ca. 30 Minuten und ist beim Moses Verlag erschienen. Ja, bei Don Carlo haben wir eine ganz abstruse Story. Wir sind so Mafia-Familien und wollen unsere Spione in Länder schicken. Und die Länder allein haben schon ganz lustige Namen. Egoistrien, Abstrusien, also in diese Länder wollen wir unsere Agenten schicken und die Agenten schicken wir mit Codes los. Und was dahinter steckt, ist eigentlich auch wieder ein recht simpler Mechanismus. Wir haben hier die verschiedenen Länder. Bei weniger Spielern liegen ein bisschen weniger Länder aus. Das ist jetzt für die maximale Spieleranzahl, also für 4 Spieler gemacht. Und ihr seht schon, hier gibt es die Länder von 1 bis 12 im Grunde. Und jeder Spieler hat so eine ganze Mafia-Familie. Die besteht aus Karten, die haben Zahlen von 0 bis 6 in verschiedenen Verteilungen. Wobei aber die 4 Spieler jeweils die identische Verteilung haben. Aber zum Beispiel die 6 gibt es ein bisschen seltener als jetzt eine 3. Und von denen haben wir immer 4 Karten auf der Hand und müssen dann versuchen. Jetzt habe ich zum Beispiel ganz niedrige Zahlen gefunden, nur Nullen und Einsen. Wir müssen jetzt versuchen, daraus einen Agenten loszuschicken mit einem Zahlencode in ein bestimmtes Land. Und nach Egoistrien zum Beispiel können wir nur Zahlen, die in Summe 1 bis 3 ergeben, schicken. Nach Abstrusien muss die Summe genau 4 sein und so weiter. Und hier zum Beispiel genau 8. Und dafür kann ich aber beliebig viele Karten nehmen. Jetzt könnte ich ja nach Egoistrien einfach eine 1 schicken. Das Problem ist, die 1 liegt da schon. Und sobald genau dieser Code da schon liegt, darf ich das nicht mehr. Das heißt, ich will versuchen, eine neue Kombination zu finden. Aber was zum Beispiel noch nicht da liegt, ist der Zahlencode 01. Oder 001 würde auch gehen. Aber ich versuche mir möglichst viele Karten zu sparen, damit ich später noch möglichst viele andere Kombinationen legen kann. Deswegen könnte ich jetzt, wenn ich dran bin, hier einfach die 01 drauflegen. Und jetzt gibt es sofort Punkte. Und zwar so viele Punkte wie die Anzahl der Codes, die da schon liegen. Also jetzt in dem Fall 1, 2, 3, 4 bin ich die 5. die was da hinlegt. Egal, ob ich das selber bin, also ob ich früher da schon mal was hingelegt habe, ist egal. Ich habe den 5. Code, kriege sofort 5 Punkte. Und das Ganze spielen wir so lange, bis jeder nicht mehr kann. Sprich, bis man ungefähr seinen ganzen Stapel runtergespielt hat. Also man zieht dann wieder auf 4 Karten nach. Falls man mal nicht kann, dann darf man sogar noch eine 5. nachziehen, so, bis man irgendwo legen kann. Und wenn halt der Stapel leer ist und man am Ende nur noch Karten auf der Hand hat, mit denen man wirklich nichts mehr anfangen kann und auch nicht mehr nachziehen kann, dann ist man erstmal raus. Und wenn das bei allen 4 so ist, das ist etwa zur gleichen Zeit, dann endet das Spiel. Und man hat ja im laufenden Spiel schon Punkte bekommen und dann wird nochmal jedes einzelne Land gewertet. Und zwar, wer in jedem einzelnen Land nochmal die meisten Agenten hingeschickt hat. Hier, gut, da könnten jetzt später, würden da noch viel mehr liegen, aber in dem Fall hätte jetzt Blau 2 Agenten hingeschickt, während die anderen nur einen hingeschickt haben, würde jetzt Blau hier in dem Fall 3 Punkte bekommen. Das hier ist 4 Punkte wert, das 5, 6, 7, 8 und dieses hier ist 9 Punkte wert. Man darf trotzdem 9 bis 12 hinlegen, aber von den Punkten am Ende ist es 9. Genau, und dann wird geguckt, wer die meisten Punkte hat und derjenige gewinnt. Und das finde ich von der Idee sehr witzig, das macht Spaß. Es ist sehr erstaunlich, wie viele Kombinationen man doch findet, weil es halt die 0 gibt und die gerade für die niedrigen Zahlen nochmal viele, viele Kombinationsmöglichkeiten bietet. Also bei uns war dann oft hier dieses Egoistrien, dass da 15, 16, 17 Kombinationen lagen. Das gibt natürlich richtig viele Punkte. Die Mehrheit ist dann fast egal, die bringt nur noch 3. Aber Hauptsache, man hat noch mal eine weitere gefunden. Dann tummeln sich hier überall die Karten. Und genau, das ist vielleicht so zwei kleine Nachteile. Das eine ist eben, dass
das echt viel wird, was da liegt. Also man kann das gar nicht so spielen, wie wir es hier aufgebaut haben. Die müssen nebeneinander liegen und deutlich weiter auseinander, weil hier wirklich viele Karten am Ende sind. Und das Zweite, und das ist eigentlich das größere Manko, ist, einer muss die Punkte notieren. Und das ist unfassbar anstrengend, weil ein Zug geht super schnell. Man legt einfach Karten hin und kriegt eine Punktzahl. Und der Nächste legt Karten, Punktzahl, Karten, Punktzahl. Und der die Punktzahlen aufschreibt, der nimmt kaum am Spiel teil. Also der kriegt fast gar nichts mehr mit. Zumindest wenn alle flott spielen und hier gibt es nichts groß zu überlegen. Und derjenige hat echt, der hat viel zu tun und ist super anstrengend. Ich habe das ein paar Mal gemacht, dass ich der Punkteaufschreiber war. Und tatsächlich, bis ich dann dran war, hatte ich vielleicht manchmal noch nicht mal nachgezogen, weil ich so schnell die Punkte aufschreiben musste. Und am Ende ist es eine große Rechnerei, außer man hat eine Strichliste geführt, dann muss man ja nur noch zusammenzählen. Dann war es aber dann 15 Striche zu machen, super anstrengend zwischendurch. Und dazu ist es noch manchmal irgendwann dann unübersichtlich. Also hier, selbst hier kann man schon nicht mehr ganz so gut erfassen, dass das jetzt 5 Punkte sind. Wenn ihr euch vorstellt, da liegen jetzt noch 10 weitere Stapel, dann muss man jedes Mal wieder neu nachzählen. Und das war für mich anstrengend, einfach dieses Punkte notieren. Weil das Spiel als solches ist eben sehr flott und sehr smart und macht voll Spaß, einfach da sich diese Zahlenkombinationen zu überlegen, zu gucken, wo kann ich noch, wie kann ich mir vielleicht hier bei den wertvolleren noch eine Mehrheit sichern, wie kriege ich da jetzt hier, wo es schon viele Punkte gibt, noch eine Kombination irgendwie reingequetscht, wie geht das? Das macht viel Spaß, aber halt für den einen, der die Punkte aufschreibt, ist es einfach nur anstrengend, weil der wirklich einfach nur noch mit Aufschreiben beschäftigt ist. Das hat mir dann, das fand ich wirklich nicht ganz so gut gelöst einfach. Es gibt auch keinen Blog oder sowas dabei, der das Ganze ein bisschen strukturiert oder sowas. Also man macht wirklich entweder eine blöde Strichliste die ganze Zeit und ist nur am Stricheln oder man schreibt halt die Zahlen auf und hat am Ende super viel zu rechnen, weil der ganze Stapel wird durchgespielt und sagen wir mal, im Schnitt 2 Karten, 2 bis 3, ergeben eine Kombination. Ja, und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie viele Kombinationen da entstehen für 4 Leute. Also das ist wirklich dann viel Arbeit. Und das ist schade, weil das restliche Spiel gefällt mir eigentlich sehr gut. Aber halt ein Spieler hat immer weniger Spaß als die anderen, weil er halt der Aufschreiber ist. Und das ist ein bisschen schade. Ansonsten ein tolles Spiel, irgendwie auch eine witzige Geschichte. Mir gefallen auch hier die Illustrationen von den Leuten. Ich finde witzig, wie diese Länder gemacht sind und so weiter. Also das ist alles wirklich cool und stimmig. Manchmal gab es ein bisschen Verwirrung darüber, dass man hier eigentlich 2 Karten hinlegt, das aber irgendwie nur als 1 zählt. Aber da kommt man ziemlich schnell drüber weg, wenn man sagt, okay, immer ein gelegter Code. Aber das war so, haben wir so gemerkt am Anfang, ein bisschen Verwechslungsgefahr, dass es eben nicht so viele Punkte gibt, wie Karten hier liegen, sondern wie Codes da liegen. Aber ansonsten ganz witzig, bis auch für denjenigen, der halt aufschreiben muss. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit Chip It. Chip It ist ein Spiel vom Autor Shikatsuzu mit Illustrationen von der Fiore GmbH. Es ist für 3 bis 6 Spieler ab 8 Jahren, dauert ca. 15 Minuten und ist bei Amigo erschienen. Ja, Chip It ist wieder ein ganz anderes Spiel, wie jetzt zum Beispiel Don Carlo, aber eigentlich wie auch die anderen, die ich schon vorgestellt habe. Bei Chip It bekommen wir am Anfang eine bestimmte Anzahl an Karten auf der Hand, je nachdem, wie viele Spieler wir sind. Ich glaube, bei 3 Spielern sind es zum Beispiel 15 Karten, die wir auf die Hand bekommen. Das ist auch die Mindestspieleranzahl und bei 6 Spielern sind es ein bisschen weniger Karten. Und ihr seht schon, das legt ihr auch hier aus, es gibt einfach grüne und lilane Karten. Und was wir jetzt spielen, ist, einer kommt raus und legt eine Zahlenkombination von gleichen Zahlen aus. Das ist nicht immer einfach, weil so viele Karten hat man dann nicht auf der Hand. Und deswegen gibt es diese Chips, deswegen heißt es auch Chip It. Denn mit den Chips kann man den Wert einer Karte verändern. Und zwar hier hat jetzt zum Beispiel dieser Spieler, der wollte jetzt ein 10er-Pärchen auslegen. Eine 10 hatte er auf der Hand. Und dann aber nur noch eine 5 und keine weitere 10. Aber 2 mal 5 ist ja 10.
deswegen hat er praktisch einen Chip draufgelegt und jeder Chip erhöht den Wert der lilanen Karte um genauso viel, wie schon draufsteht. Also 5 plus 5 ist 10 praktisch. Und somit hatte er ein Zweierpärchen von der Zahl 10 gelegt. Der nächste Spieler, der muss jetzt auch zwei gleiche Zahlen legen, die aber höher sind als in dem Fall 10. Der hat jetzt zwei Grüne ausgelegt und hat 12 draus gemacht, weil das hier ist ja schon eine 12. Und die grünen Karten, da ist pro Chip, den man drauflegt, ist das um 1 erhöht. Also lila verdoppelt immer und grün addiert immer plus 1. Und deswegen ist das jetzt ein 12er-Pärchen. Jetzt wäre wieder der Erste dran, der versucht jetzt wieder über die 12 zu kommen. Alternativ kann man auch passen. Und wenn man passt, dann darf man zwei dieser Chips wieder loswerden. Denn unser Ziel ist es, alle Handkarten und alle Chips loszuwerden. Und wenn ich mit Chips was erhöhe, dann muss ich die aus dem Vorrat nehmen und bekomme die hinterher in meinen persönlichen Vorrat. Und um zu gewinnen, muss eben mein persönlicher Chip-Vorrat und meine Kartenhand leer sein. Und erst dann habe ich gewonnen. Und immer wenn ich passe, weil ich keine Karten lege, darf ich eben zwei Chips loswerden. Ob es jetzt zwei Einser, ein Zweier oder ob ich mir einen Dreier klein mache, das ist egal. Der Wert ist wichtig, der draufsteht, dass es in Summe eben 2 ist oder bis zu 2. Und genau, das ist im Grunde schon das ganze Spiel. Und ich muss sagen, die Idee finde ich eigentlich ganz witzig mit diesem Karten erhöhen. Aber im Spielverlauf ist es dann doch oft so, dass das nicht so flüssig ist. Und dass am Ende manchmal ist es so, dass jemand gar nicht mehr an den Zug kommt, weil er zum Beispiel nur noch eine Karte auf der Hand hat und alle anderen immer Pärchen ausspielen. Und man selber kommt aber nur raus, wenn man vorher der Letzte war, der praktisch die höchste Kombination vorher gelegt hat. Das heißt, es kann passieren, dass man auf seiner einen blöden Karte hängen bleibt und dauernd passen muss und gar keine Chips mehr zum Abgeben hat. Oder, was alternativ auch passieren kann, ist, dass man zwar alle Karten losgeworden ist, aber dafür super viele Chips gebraucht hat und dann am Ende hier irgendwie, 6, 7, 8, 10 Chips liegen hat und dann einfach nur noch viermal passen muss. Ja, also jede Runde einen blöden Chip los wird und dann hat er gewonnen. Und ich hatte auch ein paar Runden, wo am Ende tatsächlich nur noch Chips im Spiel waren, weil alle Karten weg waren. Und dann wirklich nur noch gepasst wurde, Reihe um und jeder hat immer zwei weggelegt. Und wer halt dann die wenigsten hatte, der hatte gewonnen. Und das ist für mich noch nicht so ganz rund vom Spielverlauf her. Diese Idee mit dem Erhöhen und dass man die Karten angleichen kann, finde ich cool. Aber die Art und Weise, wie dann das Spiel endet und wie dann dieser Spielverlauf ist, das gefällt mir nicht so. Weil das ist irgendwie, da fehlt mir so ein bisschen der Reiz. Also das fühlt sich irgendwie nicht so toll an, weil man denkt so, cool, ich bin jetzt alle Karten losgeworden. Jetzt habe ich noch 10 Chips. Das heißt, ich muss noch 5 Runden lang passen, um einfach diese Chips loszuwerden. Und das kommt mir zu häufig vor in dem Spiel. Und das ist irgendwie nicht so gut. Und ja, da hätte ich mir noch irgendwie einen anderen Mechanismus gewünscht mit diesen Chips, was man mit denen am Ende macht, außer dieses Passen und zwei weglegen. Deswegen fand ich das Spiel nicht so rund einfach und hat mir leider nicht ganz so gut gefallen wie jetzt zum Beispiel The Game. Genau. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel dazu zu sagen, weil es eben dieser wirklich simple Mechanismus ist, der halt sich ein bisschen zieht durch diese Chips-Geschichte oder wo manchmal vorzeitig klar ist, wer schon mal nicht mehr gewinnen kann, weil er eben nur noch eine Karte auf der Hand hat. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Und dann kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu Push. Push ist ein Spiel vom Autorenstudio Prosper Hall, von denen auch die Illustrationen stammen. Es ist für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahren, dauert ca. 30 Minuten und ist bei Ravensburger erschienen. Ja, und Push ist natürlich auch ein Kartenspiel. Es hat den Untertitel Push Your Luck und es hat auch einen Push Your Luck Mechanismus. Also einen, wo man Karten aufdeckt und selber entscheiden muss,
riskiere ich nochmal oder höre ich auf? Und das Geniale an diesem Spiel ist wirklich, dass es wieder ganz simple Regeln hat und doch sehr spannende Entscheidungen. Und es ist bis 6 Spieler spielbar, wobei doch die Downtime etwas höher ist zu 6. Und das war aber in unseren Partien nicht so schlimm, weil man doch so ein bisschen mit den anderen mitfiebert und weil immer mehrere Leute an einem Zug beteiligt sind. Wieso? Wer dran ist, der bekommt einfach diesen ganzen Stapel und deckt Karten auf. Und ihr seht schon, was für Karten es gibt. Es gibt die Zahlen von 1 bis 6 in verschiedenen Farben. Und es gibt jede Karte auch mehrfach. Und man deckt auf. Ich kann auch mal ein neues Aufdecken simulieren. Und bildet mit der ersten Karte direkt mal einen neuen Stapel. Und jetzt weiß ich schon, okay, das ist direkt mal eine Sonderkarte, so eine Würfelkarte. Von denen gibt es auch recht viele im Spiel. Das ist jetzt der erste Stapel, den ich angefangen habe. Jetzt habe ich hier eine gelbe 4. Das ist vollkommen okay, weil auf jedem Stapel darf jede Farbe und jede Zahl oder auch eine Würfelkarte nur ein einziges Mal vorkommen. Das heißt, ich könnte die jetzt hier drauflegen. Das wäre noch erlaubt. Ich kann aber auch freiwillig einen neuen Stapel anfangen, weil ich will eigentlich nicht solche Würfelkarten haben und ich möchte gerne einen Stapel für mich selber haben, der am Ende bereinigt ist, wo nicht so eine blöde Würfelkarte drin ist. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es klappt. Ich gucke mal weiter. So, jetzt habe ich eine rote 4. Die darf ich schon mal nicht hier drauflegen, weil da ist ja schon eine 4 und ich darf ja jede Farbe und jede Zahl nur einmal legen. Jetzt kann ich mich entscheiden. Ich lege die entweder hierher oder ich bilde einen dritten Stapel. Nach 3 Stapeln ist auch Schluss, also mehr als 3 darf ich nicht haben. Jetzt mache ich mal weiter, ohne 6, die habe ich noch nicht, wunderbar. Eine Würfelkarte, damit fange ich jetzt einfach mal den dritten an. Und so mache ich weiter. Es gibt noch eine zweite Sonderkarte, das ist diese hier. Die ist eine Richtungswechselkarte, die triggert, wenn ich meinen Zug beende. Mache ich nochmal ein bisschen weiter. Hier habe ich nochmal so eine 5, eine rote 3. Und irgendwann wird es so ein bisschen kritisch. Also jetzt habe ich schon 2 blaue. 2 rote, 2 vierer, 2 Würfel. Noch geht's, ich habe noch von nichts 3. Jetzt habe ich hier noch so eine grüne 3, die kann ich nochmal da hinlegen. Noch eine gelbe 6 und noch eine rote 1. So, jetzt wäre es schon in so einem leicht kritischen Status, denn ich habe in jedem Stapel schon was Rotes. Das heißt, wenn ich jetzt was Rotes aufdecke, dann ist mein Zug versaut und ich darf nichts machen und muss noch zur Strafe würfeln. Würfeln ist immer schlecht. Ich will also auf jeden Fall verhindern, dass meine Auslage, dass ich mir die selber so ein bisschen versaue. Deswegen könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich höre auf. Ich kann aber auch riskieren, weil ich vielleicht noch mehr Punkte habe. Sagen wir mal, ich höre auf. Jetzt darf ich mir, weil ja die Auslage okay ist, ich habe keinen Fehler gemacht, ich war nicht zu gierig, darf ich mir einen Stapel aussuchen, der mir gehört. Und weil ich ja gesagt habe, Würfeln ist schlecht und es gibt 2 Stapel, wo was mit Würfeln drin ist, die will ich vielleicht nicht haben, nehme ich mir den bereinigten Stapel ohne Würfel und habe wunderbare 13 Punkte erstmal gemacht. Und bilde mir so eine kleine eigene Auslage, die ich nach Farbe sortiere. So, und jetzt kommt das Besondere, deswegen ich gesagt habe, die anderen Spieler sind immer so ein bisschen beteiligt. Jetzt geht es eigentlich reihum im Uhrzeigersinn. Und die anderen, praktisch der Spieler neben mir, der muss jetzt einen dieser beiden verbliebenen Stapel nehmen. Das ist meistens ganz gut, in dem Fall auch, es sind ja viele Punkte drin, ist aber auch ein bisschen blöd, denn derjenige muss würfeln. Und würfeln ist ja nicht so toll. So, der nächste, die sind jetzt beide 10 Punkte wert und deswegen ist es fast egal, da kann man ein bisschen gucken, was habe ich selber für Farben vielleicht schon gesammelt. Aber der nächste würde jetzt vielleicht diesen Stapel nehmen, weil sich auch eine Auslage bilden. Und muss würfeln. So. Was heißt jetzt dieses Würfeln? Ich würfel und werde eine Farbe würfeln und verliere alle Karten von dieser Farbe. Das heißt, wenn er jetzt rot würfelt, müsste er jetzt die rote 4, die er gerade gekriegt hat, und vielleicht rote Karten, die er von vorher gesammelt hat, so wie bei mir wäre das jetzt zum Beispiel die rote 3, wieder abgeben. Das will man eigentlich nicht, weil so verliert man Punkte. Deswegen ist Würfeln immer blöd. Wenn man Glück hat, würfelt man das Schwarze, dann verliert man gar nichts. Oder man würfelt eine Farbe, die man selber gar nicht hat, dann passiert auch nichts. Genau. Und der dritte Spieler würde jetzt diesen Stapel bekommen, müsste auch würfeln, weil eben das Würfelsymbol drauf ist. Und hätte aber immerhin ein paar Punkte gemacht. Ja. Diese Karte kommt noch ins Spiel, die habe ich ja aufgedeckt. Das ist ein Richtungswechsel. Das heißt,
den Stapel 2 und 3. Oder wenn ich es versaut habe, dann liegen da 3 Stapel aus, dann gehen alle 3 an die Mitspieler. Die werden andersrum verteilt als sonst, also gegen den Uhrzeigersinn. Sodass meine anderen Nachbarn sich praktisch was aussuchen dürfen. Und deswegen ist es auch, dass man immer so ein bisschen mitfiebert. Weil wenn ich noch eine zweite davon aufgedeckt hätte, dann wäre es wieder im Uhrzeigersinn. Habe ich dann noch vielleicht eine dritte aufgedeckt, wäre es wieder gegen den Uhrzeigersinn. Sodass eigentlich alle immer so ein bisschen die Spannung haben. Kriege ich was, kriege ich nichts. Ganz blöd ist, wenn ich so einen Stapel kriege, wo nur eine Würfelkarte drin ist. Das ist besonders ätzend, weil ich eigentlich nur verlieren kann. Und so sammle ich meine Punkte und es geht so lange, bis der Stapel leer ist. Und als einzige andere Möglichkeit, die ich noch habe, wenn ich dran bin, kann ich sagen, ich verzichte komplett auf das Aufdecken. Also ich mache in meinem Zug praktisch gar nichts. Dafür darf ich eine Farbe, die ich hier schon so angesammelt habe, und man sammelt wirklich, je nachdem wie gut es läuft und wie oft man würfeln muss, man sammelt hier schon einige Punkte. Und ich kann praktisch als Alternative in meinem Zug auch sagen, ich habe hier eine Farbe, die ist wirklich wertvoll, hier 11 Punkte, die sichere ich mir. Und dann darf ich die umdrehen und verdeckt hinlegen und die kann ich mir nicht mehr aus Versehen wegwürfeln. Kriege ich jetzt wieder neue blaue Karten, müsste ich die wieder neu hierher legen, könnte die auch wieder wegwürfeln. Aber diese 11 Punkte, die kann mir niemand nehmen. Und es ist wirklich eine Option, die auch gerne mal genutzt wird. Und manchmal nutzt man sie ein bisschen spät, da denkt man, okay, wenn ich das nächste Mal dran bin, dann nutze ich sie. Ja, bis dahin hat man vielleicht aber schon selber den Stapel weggewürfelt. Und das ist ganz cool, weil man hat so ein bisschen Schadenfreude, wenn jemand sich selber was wegwürfelt. Man hat dieses Push-Your-Luck-Element, man hat diese Würfelkarten und auch noch diese Richtungswechsel, was ja alles total simple Mechanismen sind, aber in Summe ist das total cool und ist wirklich spannend. Und mir gefällt es am besten so zu viert, weil dann erstens die Downtime nicht so groß ist und man schon immer beteiligt ist, so ein bisschen. Also zumindest 3 sind immer beteiligt, aber durch den Richtungswechsel können halt alle auch drankommen. Während bei 6, da sind die beiden, die genau auf der anderen Seite des Tisches sitzen, relativ sicher, dass sie halt nichts bekommen in der Runde, außer ich versau meine Auslage, weil ich zu gierig war, dann bekommen ja die nächsten 3 was, das kommt aber eher mal selten vor und deswegen finde ich zu 6 fast ein bisschen viel, dann dauert es auch sehr lange, bis man wieder drankommt und zu 4 gefällt es mir noch ein Ticken besser, aber wie gesagt, dadurch, dass man immer mitfiebert und mitguckt, was passiert, und vielleicht auch so ein bisschen hofft, ich will unbedingt sichern, bitte lass mich bis dahin keine Würfelkarte mehr kriegen, ist man schon immer so ein bisschen auch beteiligt. Aber zu viert, das spielt sich halt einfach noch ein bisschen flotter. Und man denkt so, boah, der Stapel ist richtig groß, das dauert lang, bis der durchgespielt wird. Das geht relativ flott, weil man ja schon immer eine ganze Menge Karten auf einmal aufdeckt. Und oft ist dann so, was ist ja schon mehr? Ach Mann, ich wollte doch noch unbedingt hier auch nochmal aufdecken. Also ganz oft wird einfach noch eine Partie gespielt, weil es eben sich so flott spielt. Und das ist für mich ein kleines Highlight. Deswegen haben wir es auch an Schluss gesetzt. Ein tolles, wirklich schön gemachtes, einfaches Kartenspiel. Kann man super gut auch mitnehmen, wie im Grunde die alle hier. Und geht super zum Beispiel in der Mittagspause zu spielen, weil es eben so flott ist. Und weil auch Leute, die vielleicht gerade nicht mitspielen, die so ein bisschen zugucken, auch Spaß daran haben. Und das hat mich wirklich, ich habe gar nichts davon erwartet. Auch weil die Grafik ja, die ist ein bisschen, also im Vergleich zum Beispiel zu diesem hier oder zu dem, so ein bisschen, ja, einfach gehalten. Aber das Spiel, was dahinter steckt, gefällt mir wirklich richtig gut. Finde ich ein sehr, sehr gelungenes Kartenspiel und macht mir viel, viel Spaß. Und ja, so eine kleine Überraschung, die ich hier gefunden habe. Ja, dann habt ihr wieder 5 sehr, sehr unterschiedliche Kartenspiele kennengelernt. Obwohl alle Kartenspiele gemeinsam haben, dass es eher kleinere, kürzere, schnellere Kartenspiele sind. Dennoch vom Mechanismus kann ich nicht sagen, dass 2 davon ähnlich sind, weil alle ganz anders sind. Jedes hat seinen eigenen Charme. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zugucken und habt so einen Eindruck in Kartenspiele wieder bekommen, die gerade so aktuell auf dem Markt sind. Und ja, vielleicht hat euch ja das ein oder andere auch begeistert.
dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffe, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.